Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ausgepackt und Angefasst Video. Diesmal möchten wir ein Gehäuse von Fractal Design zeigen, das wir demnächst auch ausführlicher testen werden. Das Arc Mini R2 ist der Nachfolger des durchaus beliebten Arc. Ein Mini Tower, der anders als die Modelle aus der Define Serie weniger auf Silent ausgelegt ist. Es geht hier eher um Performance, also um Kühlleistung. Dementsprechend haben wir auch im Arc Mini R2 einiges an Lüfterplätzen und zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Wasserkühlung einzusetzen. Dafür gibt es unter anderem zwei 240er Radiatorplätze, einmal hinter der Front und einmal im Deckel. Ansonsten lässt es sich schon hier vom Karton her erkennen, dass das R2 dem ersten Arc sehr, sehr ähnlich sieht. Es gibt aber dann doch einige Veränderungen, die wir dann auch noch vorstellen wollen. Verpackt ist das Gehäuse in diesem schlichten braunen Karton. Hier dann auch die Spezifikation zu sehen, unter anderem. Es sind gleich 340 mm Lüfter vorinstalliert. Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Lüfterplätzen. Und wir können auch sehen, dass zum Beispiel das I/O-Panel etwas angepasst worden ist. Da haben wir jetzt gleich zwei USB 3.0 Ports. Aber das sehen wir uns natürlich umgehend direkt am Gehäuse selbst an. Der Blick auf das Gehäuse bestätigt, was wir schon vom Karton her vermutet haben. Das R2 sieht jetzt nicht so viel anders aus als das erste Arc-Modell. Es gibt nur geringfügige Unterschiede, zum einen hier bei der Logo-Anordnung, zum anderen aber, und das ist optisch sicher ja der größte Unterschied, hier das neue Window. Das ist jetzt so gestaltet, dass wir den Blick auf das Mainboard und die Erweiterungskartenplätze haben. Bemerkenswert, es gibt keinen Lüfterplatz im Window, der bei manchem Konkurrenzprodukt dann etwas störend ist. Also das sieht ganz überzeugend aus. Die Front weiterhin geschwungen und aus Kunststoff im Aluminium-Look, aber eben doch dann nur Kunststoff. Die erwähnten USB 3.0-Ports haben wir dann hier im I/O-Panel. Zwei Stück, dazu gibt es natürlich dann die Audiobuchsen. Bedienelemente haben wir auch gleich hier. Auch neu jetzt die Lüftersteuerung, dreistufig, direkt neben dem I/O-Panel und nicht mehr als Slotlösung hinten an der Rückseite. Das ist natürlich jetzt so deutlich komfortabler. Das sind drei Stufen zu regeln, wirkt auch positiv. Also die üblichen 5, 7 und 12 Volt sind hier regulierbar. Obwohl die Slotblenden-Lüftersteuerung weggefallen ist, haben wir hier noch diese seitliche Slotblende, um eben genau eine solche Lösung zu installieren. Daneben natürlich die Erweiterungskartenplätze für ein normales ATX-Mainboard. Und einer von den 340 mm Lüftern. Auch noch bemerkenswert in diesem Bereich der herausziehbare Staubfilter, der sowohl den Bodenlüfterplatz als auch die Luftöffnung für das Netzteil abdeckt. Das ist so natürlich ganz praktisch gelöst. Gleiches gilt für die Rändelschrauben, die hier die Seitenteile halten. Und auch den abnehmbaren Deckel. Die Seitenteile sind hinreichend solide. Das Window knarzt hier ein bisschen, aber der Stahl selbst ist dann für die Preisklasse angemessen dick. Und ja, haben wir den Innenraum. Das erinnert natürlich sehr an bekannte Modelle von Fractal Design. Schwarz lackiert, dazu diese weißen Akzente. Auch die Lösung mit diesem
modularen Festplattenkäfig haben wir schon so gesehen. Einfach die beiden Rändelschrauben lösen und wir können den oberen Käfig mit seinen 5 Laufwerksplätzen problemlos herausziehen. Die Montage der Laufwerke erfolgt in diesen Schubladen. Das ist in ähnlicher Form also auch bei den bisherigen Fractal Design Modellen so gewesen. Die Festplatten werden verschraubt durch relativ dicke Gummiringe hindurch. Kleinere Laufwerke, also vor allem SSDs oder eben 2,5 Zoll Festplatten, kommen dann an diese 4 Montagelöcher. Also ja, das ist durchaus ein bewährtes Montageprinzip, allerdings nicht werkzeuglos, genauso wenig wie hier die Montage der optischen Laufwerke werkzeuglos ist. Beim Blick hinter die Front haben wir den 240er Lüfter, darunter natürlich noch den optionalen Lüfterplatz. Auch hinter der Front gibt es einen Staubfilter aus einem relativ dünnmaschigen Textilmaterial. Das wirkt recht überzeugend, dürfte also doch einiges an Staub abfangen. Der Tray natürlich mit den Aussparungen für das Kabelmanagement und für die CPU-Kühlermontage. Auch der Abstand zwischen Tray und Seitenteil wirkt jetzt angemessen auf den ersten Blick. Und ja, unterm Deckel dann natürlich hier der dritte 140er Lüfter. Also auf den ersten Blick so ein ganz überzeugendes, grundsolides Gehäuse mit einigen Detailverbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Wir werden natürlich uns das Ganze noch im Detail ansehen und dann in unserem Testbericht ja, mitteilen, wie wir das Arc Midi R2 so einschätzen. Bis dahin hoffen wir, dass unser erster Videoeindruck vielleicht doch einigen Anklang findet und verabschieden uns, um uns an die Arbeit am Test zu machen.